Ein wichtiger Faktor ist auch, dass die Vorbereitung der einzelnen Themen gemeinsam im Kollegium, also im Jahrgang passiert. Also dass nicht wir beide jetzt den Unterricht dieser Klasse vorbereiten, sondern im Jahrgang, der gemeinsam vorbereitet wird. Das ist auch ein Stück Entlastung. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist der 20.11.2009. Heute ist der 20.11. Also erstmal verstehen wir uns als Team. Das heißt, diese 100 Schüler sind alle unsere Schüler. Nicht meine oder deine, sondern es sind unsere Schüler. Insofern beraten wir da auch kollegial und solidarisch, wenn es Schwierigkeiten gibt. Lass dich jetzt nicht irritieren, komm. Einfach erzähl es mir. Da waren Soldaten. Ja? Haben aufgepasst, nicht, dass das nicht so was passiert. Wir sind sogenannte Lernpaten. Wir helfen einfach nur ein bisschen den Schülern, ein bisschen weiterzukommen, wo so ein paar Defizite sind, einfach ein bisschen Hilfestellung zu geben. Dann haben wir uns da zur Verfügung gestellt, also ehrenamtlich. Und wir machen das unheimlich gerne, weil mit den Schülern, das macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, die Schüler mögen das auch, wenn wir da so ein bisschen helfend eingreifen. Müssen ja nur nicht immer Pädagogen sein. Und an manchen Dingen sind die, auch weil sie älter sind, haben die auch ein Stück Lebens- und Erfahrung. Und die Schüler haben oft zu denen nach relativ kurzer Zeit ein sehr enges persönliches Verhältnis. Wir haben ja dieses Drehtürprojekt und die Kinder können dann eben immer mal woanders gucken und sich ein Thema suchen, was ihnen besonders gut liegt und da eben zeigen, gut, ich kann nicht gut rechnen, aber guck mal, was ich kann. Das heißt, eine Gruppe von Kindern verlässt den Unterricht und kommt nach einiger Zeit wieder zurück, wie bei einer Drehtür. Und in der Zwischenzeit geht es und beschäftigt sich mit einem Thema, das es sich selber aussucht. Ganz individuell, ganz allein. Ja, ich mache jetzt im Moment mein erstes Drehtürprojekt und ich mache im Moment zum Thema Polizei. Und es interessiert mich halt auch wirklich, weil ich möchte später mal zur Polizei. Und deshalb habe ich mir das Thema auch ausgesucht. Er sagt nun wirklich, seit er Kindergartenkind ist, ich möchte mal zur Polizei. Ich habe mit dem Pressesprecher von der Oberhausener Polizei gesprochen und auch kurz mit der Polizeipräsidentin. Und so ist das eben gemeint, dass die Kinder wirklich selber die Kontakte suchen und sich aus dem, was sie da erfragt haben, diese Präsentation dann erarbeiten. Die Schüler haben dafür gesorgt, dass wir den engen Schulhof, den wir für sie hatten, aufgemacht haben, weil die sagten, in der ersten Pause können wir auf dem Fußballplatz, warum können wir nicht jetzt raus? Und da, ja, dann also in allen Pausen raus aus dem Gelände. Und das sind die Punkte, wo wir auch lernen, lockerer zu werden und Vertrauen zu haben, auch wenn die da hinten ganz weit weg sind, dass es gut läuft. Und bis jetzt ist die Erfahrung einfach nur wunderbar. An Unterstützung würde ich mir für unsere Schule einfach mehr Freiheit wünschen. Also Freiheit im Sinne von, wir probieren auch mal was aus. Gut, Licht aus. Aber vielleicht muss man da ein bisschen mehr an der Ausbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern tun, die solche Visionen auch umsetzen, den Mut haben, auf Strategien zuzugehen, die Schule auch mal vom Grundsatz her neu denken.